Es ist Pfingsten und wir fahren zu Sarahs Tante Sanne an die Ostsee. Das heißt, wir fahren erst eine Nacht da und dann haben wir uns noch zwei Nächte im Haus eingemietet. In jedem Fall fahren wir an die Ostsee. Wir haben den perfekten Start eben gehabt und so ein schönes Wochenende, als wäre es nicht schon so schwierig genug, drei Kinder einzupacken, das alles zu organisieren. Hat uns erst das Ordnungsamt einen Strafzettel gegeben, über 25 Euro, weil wir in der zweiten Reihe stehen. Fick dich, Berliner Ordnungsamt. Und das Zweite ist, dass mich jetzt auch noch eben einer angequatscht hat, weil ich hier in so einer Wendeschleife stehe. Ja, wo soll ich denn stehen? Also ich meine, da wohne ich, da steht das Auto. Da wohne ich, da steht das Auto. 9 Uhr, so früh sind wir noch nie losgekommen. Es gibt noch was ich euch unbedingt erzählen wollte. Straße, weiter Wiese, komm, sieht mal alle her. Luise kann noch mehr. Zwei Sachen. Einmal, wir fahren bald in Urlaub nach Italien. Haben wir jetzt auch schon verschiedene Etappen gebucht. Und das Zweite, wir mussten unseren Urlaub zwischendurch noch mal kurz umplanen und fast canceln die letzte Woche. Die haben wir dann nach vorne geschoben. Dadurch, dass wir mit dem Auto unterwegs sind, ließ sich das alles auch machen. Weil Julius geht nämlich nicht auf Tour, sondern diesmal ist er eingeladen zu einem Konzert. Von Ich und Herr Meier. Jetzt ist Julius quasi der Ersatzschlagzeugspieler von der Band Ich und Herr Meier. Und bald gehen wir zu einem Konzert. Und dann seht ihr Papa auf der Bühne. Cool, ja? Maggi? Da musst du immer rufen. Papa, Papa. Ist das super, oder? Und jetzt haben wir immer abends, wenn die Kinder schon im Bett sind, auch so gegen 23 Uhr, Kindermusik an und Julius singt schön vor sich hin. Ich dachte auch so, oh mein Gott, jetzt haben wir tagsüber Kindermusik, abends Kindermusik, weil Julius übt. Ich finde schon echt frustrierend. In Berlin war so schönes Wetter die letzten Tage. Wir sind gerade eben erstmal zu Sarahs Tante Sanne gefahren. Da haben wir 2 Stunden fast gewartet, damit es überhaupt ein bisschen aufhört zu regnen. Ich steige mir aus dem Auto aus und es fängt wieder an. Besser geworden, zum Glück. Sarah, halt ihn mal fest. Hallo. So, wir sind an unserem Feriendomizil angekommen. Ich habe mir eben erklären lassen, das ist ein Haus, ein Bausatz, der aus Estland kommt. Hier unten sind 2 Schlafzimmer, das ist ganz cool. Ich dachte, eigentlich ist nur 1. Also hier ist 1. Wo ist denn ihr Licht? Da ist 1. Das ist das 2. Kleine Toilette mit einer Dusche, das ist ganz cool. Aber, und jetzt wird es richtig geil, das ist das Beste für die Kinder überhaupt. Man kann hier die Treppe hochsteigen und... Da hinten, da werden die Kinder heute schlafen, haben sie schon gesagt. Kinder, wo schläfst du heute? Da! Magnus auch! Wir packen jetzt aus und wenn wir ausgepackt haben, dann wollen wir an den Strand fahren. Es hat nämlich wirklich aufgehört zu regnen. Yeah. Matilda übernimmt jetzt unsere Aufgaben und blockt jetzt. Super-Dad. Absoluten Super-Eltern. Weil es die letzten paar Tage so richtig warm war, haben wir einfach keine richtigen Regensachen bei. Und die Socken von den Kindern sind jetzt schon nass. Aber die haben sogar Stoppersocken, die sind fette Socken. Die sind aber jetzt schon nass. Weil ich habe sogar Ersatzsocken. So schlecht sind meine. Ich gebe mir Mühe. Magnus sagt die ganze Zeit Gräser und Roggen. Magnus hat Heuschnupfen, das ist total bitter. Und wir wissen seit 2 Tagen, dass er gegen Gräser und Roggen empfindlich ist und wurde getestet. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Ostsee. Es hat aufgehört zu regnen. Gucken wir mal, was da so abgeht. Hallo? Was ist denn nur los? Wir haben alles geschafft. Ja. Jetzt ist aber völlig verrückt, was? Wir haben ewig geparkt, um die Kinder ins Bett zu bringen.
bringen. Ursprünglich war unser Plan, dass sie oben auf dem Dachboden in dieser Höhle schlafen. Das hat sich als totaler Reinfall herausgestellt, weil der Boden ist so dünn, dass man den Furz gehört hat. Sobald die da oben geflüstert hatten, ist Martha unten wieder wach geworden. Um Martha ins Bett zu bringen, haben wir... Mann, du bist aber auch wirklich... Schön. Jetzt sind wir endlich fertig. Um Martha ins Bett zu bringen, haben wir bestimmt jetzt anderthalb Stunden gebraucht. Es ist mittlerweile, es ist, wie spät ist es eigentlich? 10:30. Aber jetzt ist es soweit. Wir haben den Kamin an. Wir essen jetzt unseren leckeren, geräucherten. Und dann gehen wir 5 Minuten ins Bett. Weil morgen früh stehen die Kinder um 7 auf und da war es sein. Heute haben wir wirklich richtig Glück mit dem Wetter, ja, verdammt sonnig, es ist wieder warm. Lagerfeuerchen angemacht, waren eben noch mal bei Sarahs Tante Sanne, weil Sarahs Onkel Geburtstag hat. Sarah ist gerade drin und bringt Martha ins Bett. Und die beiden gehen auch jetzt ins Bett. Was hat euch am besten gefallen? Die Party. Welche Party? So, wir haben gerade eben noch lecker gefrühstückt und Mathilda, Magnus und ich waren heute Morgen ein Brötchen holen. Eigentlich wollten wir direkt zurück nach Berlin fahren, aber erstens müssen wir nochmal zu Sarahs Tante Sanne fahren, weil Sarah dort einen Beutel vergessen hat, wo unter anderem ihr Telefon drin ist. Und zweitens haben wir beschlossen, dass wir heute noch ein bisschen Zeit am Strand verbringen, weil es soll wirklich schönes Wetter werden. Also es soll quasi so bleiben, wie es jetzt ist. Schön sonnig bis 25 Grad. Der Regen soll erst heute Nachmittag einsetzen. Ohne Kamera losgefahren, der hat jetzt da eine Stunde lang gefilmt.